Mahlzeit, Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge Red Dead Redemption 2. Wir befinden uns hier in der Stadt. Hier haben wir in der letzten Folge aufgehört zu zocken. Und hier spielen wir heute einfach mal direkt weiter. Ich hoffe, dass alles aufnimmt. Was ist denn hier bei J.E. am Start? Du kannst mit dem Ladenbesitzer interagieren, indem du zu seinem Katalog gehst und die passenden Optionen wählst. Ah! Guck mal an, hier kann ich dann also erstmal die Sachen verkaufen, so wie ich es in der letzten Folge eigentlich vorhatte. L2, verkaufen. Right. Ich verkaufe diese... Ich kann nichts verkaufen außer das. Warum kann ich denn das nicht verkaufen? Der Ladenbesitzer akzeptiert diesen Gegenstand nicht. Das ist nicht so gut. Wo soll ich denn dann hingehen? Vielleicht zum Büchsenmacher? Hier vorne? Moin! New Marksman in town. Welcome. Yeah. Katalog durchblättern, anpassen? Kettleman Revolver. Abgesägt Flinte. Auf der Schulter tragen, auf dem Rücken tragen. Handfeuerwaffe anlegen. Ja, keine Ahnung, was das soll. Dass ich hier was kaufen kann? Okay. Allerdings nicht. Verkaufen. Ja, Mahlzeit. Vielleicht im Saloon? Ich weiß nicht. Was haben wir hier? Muy bien. Was haben wir hier? Bank? Ich mit meinem Bogen hier auf der Schulter. Kann ich dort rein? Ja, Tatsache. Valentine's Bank. Deposits. Savings. Zielen. Ja, nee, das geht nicht. Also, das möchte ich jetzt eigentlich nicht machen. Investments. Das kann ich nicht machen. Okay. Ja gut, auch hier kann ich es nicht verkaufen. Dann müssen wir den Shit wohl einfach mal, mal so lassen, oder was? Alles klar, wir gehen mal in den Saloon, ne? J.E. ist auch hier. Da vorne wahrscheinlich. Ich guck mich mal ein bisschen um. Wie wär's denn mal mit einem Haarschnitt? Der Bart geht ja klar. Hier unten. Barber. Haben wir noch nicht am Start. Ist noch nicht freigeschaltet, oder was? Okay. So let's try these. Oh, Arthur! Arthur, come here! Come here! Come over here! I want you to meet our friends. Pleased to meet you. Well, ain't you just a tough as teak mountain man? Oh, you be quiet, Anastasia. Anyone can tell this one is a pussy cat. Exactly. Yes, he's a pussy cat. And that's so, Arthur. Whatever you say. How much you cost, anyway? Well, ain't that a nice way to talk to a lady? Oh, I didn't know I was talking to a lady. Excuse me. Well, I must say, you got a fine way with the women, amigo. Yeah, regular dandy and a charmer. Where's Bill? Oh, man, I dread to think about it. Hey! There he is! Watch where you're going! Take it easy, are you about pal? To kiss that guy Take or punch easy, him? Huh? Oh, and we have our answer! Kneipenschlägerei! Laber nicht! Wie cool! Alter! Oh! Ah, mein Hut! Wie kann ich blocken? Zuzupacken! Loslassen! Komm, wir packen nochmal zu! Ah! Ah! Nochmal zupacken, los! Winden! Pam! Okay, wir müssen nochmal würgen, glaube ich. Winden. Harter Kerl. Bam! Ohohohoho. Wie er hier abgeht! So. Oh.
Was kommt da? Der Endgegner. Tommy Hilfiger ist am Start. Sieht man an den geilen Klamotten. Das Hemd ist es. Er haut ihm einfach einen rein. Befreien, 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 befreien. Los, komm schon. Pam. Javier. Auf den Hinterkopf. Aua. Oh shit. Come on, pretty boy. Nee, nicht überspringen, nicht überspringen. Pretty boy. Okay. Knock his head off. Ah, ja, Kastengedrück halten, um abzublocken. Okay. Ah, fuck. Vielleicht werde ich es nicht schaffen. Blocken, ne, ausweichen, gut. Ah, okay, wir dürfen nur zweimal schlagen. Oh. Shit, 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 shit. Befreien, 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 befreien. Los, 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 los. Blocken. Nochmal blocken. Puff. Nein, 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 nein. Oh, shit, 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 shit. Alter, mein Arm, mein Arm, mein Arm. Was geht? Zack, in die Fresse, in die Eier. Hoch mit ihm. Schlürei. Richtig schön in den Matt, Alter. Kopfnuss und MMA, Alter. Conor McGregor wäre Bare Knuckle Fight technisch hier stolz auf uns. Stop! Stop! Please! Please! I beg you, stop! Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. Okay. What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Oh. Hart angeschlagen. Making new friends again, I see, Arthur. Look who we found sniffing about. Josiah Trelawney. The very same. Well, I thought you'd gone to New York. And miss all this glamour. You must be joking. How are you? Well, quite well indeed. I went to Blackwater looking for you gentlemen. You're not very popular there, it seems. Ah, Javier and Charles, I've missed you. And Bill, looking as well as can be. Gentlemen, always a pleasure. You're right. We ain't too popular in Blackwater. We left a lot of money there. And young Sean, it seems. Sean, you found him. Yes, I have. He's being held by some bounty hunters. Trying to see how much money the government will pay them. I know he's in Blackwater, but there's talk of them moving. Well, if we step foot in Blackwater, well, then we're dead men for sure. There'll be Pinkertons all over the place, but if he's alive, we gotta try. Yeah, of course. It's you. Bisschen leggy gerade. Always is. Charles, go find out what you can, carefully. Josiah, take Javier. Arthur, go get yourself cleaned up. Join them when you're ready. Well, what about me? Well, exactly. What about you? What does that mean? Oh, Bill, come on. Voll in der Scheiße gelandet, Mann. Voll in der Scheiße gelandet. Mission abgeschlossen. Die Muße eines Amerikaners. Im Lager sind mehrere Missionen verfügbar. Sie werden auf der Karte mit dem Symbol bla 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 angezeigt. Get yourself cleaned up. Ja, wie soll ich das machen? Soll ich einfach in irgendeinen Fluss springen oder was? Wo kann man sich denn waschen? Guck mal, hier sind ja noch all die Leute drin, ne? Oh, sorry. For entering that hard. Kopfbedeckung. R1. Kopfbedeckung. Aufheben. Mein Hut. Wir holen uns erstmal unseren Hut wieder, Alter. Wie cool.
Austauschen, Kopfbedeckung, okay. Hier bei den Dudes kann man nichts machen, ne? Ich würde mich wirklich, wirklich gerne hier cleanen. Aber anscheinend findet hier nichts statt. Es ist schon wieder Nacht. Tatsache. Es ist schon wieder Nacht. Werde ich hier mit der Zeit sauberer? Was haben wir denn hier? Hier ist definitiv... Moment, ich kann ja mal auf der Karte gucken. Obwohl ich wirklich, wirklich gerne jagen würde. Wir haben erst einen Teil. Ja, wenn ich mich hier ducke, werde ich sauber, wenn ich durch den Busch gehe. Das wäre so witzig. Okay. Hm. Ja, was machen wir? Hier ist ein Fragezeichen. Wir erinnern uns, fremde Personen haben hier auch Missionen für uns. Wollen wir mal gucken. Ja, hier in dem... In dem Liquor Store. Oatmeal. Moin, moin, Jungs. Fremde Person. Barkeeper. Same as always. But did you shoot the Newton twins? I don't give a pig's penis about the Newton twins. One of them was a girl. Pig's penis. But you had been friends back in 73. You rode the Alabaster Trail together. Funny thing about fremde Person müsste ja hier sein. They're curly. Fremde Person. Who's your friend there? Put that in your fucking book, Plato. This is Jim Boy Calloway. Die edelsten Männer und eine Frau. Who? Guy. The gunslinger. Fastest left-handed draw that ever drew breath. He once killed 14 men in a fight at Lucy Hollow. What are you waiting for? How do you mean? Well, I reckon right now, kill him yourself. I don't want to kill him. I want to deify him. He's a god. I'm trying to write his biography. How's that going? I think I prefer the duel. Either I'd kill him and be able to be Baltimore's finest ever gunslinger, or he'd kill me and I could be set free from ever having to speak to him again. Well, you're starting to understand something very important. What's that? The joys of gunslinging. It's win-win, freedom or glory. That's brilliant. I'm gonna write that down, if I may. Be my guest. What's your name? I don't have a name. But you are a gunslinger. Not really. I mean, folks who need shooting, I try and shoot in the back. All that other stuff, it's, well, bunk. But you fought duels. Once upon a time, I may have. And you ain't interested in fame? I don't think so. Strange. But you like fortune. I need money, sure. Okay, then forgive me, mister, if I seem a little desperate. I am a little desperate. This book, I've got to make a thing of it, and, well... There's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Flacco Hernandez. Billy Midnight. Black Bell. Never heard of them. Maybe you can go and speak to them. Ask them about Calloway. Any of them get uppity, shoot them. I can't believe I just said that, but... You want me to go and find some... Sad, deluded fools like him. Ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him. Does sound a lot worse than it did in my head. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book, if you help me get it written. I'll see what I can do. Ha! Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. I imagine we'll be stuck here upon your return. Here are some other flophouse. Okay, 50 Cent sind für die Fotos draufgegangen. Anscheinend steht hier einer wirklich geisteskrank tief. Na, Bruder? Ja, hier haben wir... Weißt du, wer das ist? Das ist mein Halbbruder. Keule, was geht bei dir? Also sowas finde ich dann ja echt immer so scheiße, ne? Warum steht der da so? Der muss andersrum da stehen. Er ist im Boden. Finde ich scheiße.
So, ich würde mich ganz gerne echt mal irgendwie waschen oder so. Guck mal, da vorne ist Blinkt J.E. Ich gucke mal gerade auf... Nein, muss ich gar nicht. Da vorne sehe ich ein neues Symbol auf der Karte. Aber das ist einfach nur der Sheriff, oder was? Sheriff's Office? Nee, ich glaube, da bleibe ich erstmal raus. Theoretisch müsste ich wirklich einfach nur auf der Karte nachschauen. Aber habe ich nicht irgendwo eine Möglichkeit, mich zu waschen? Help wanted. Ja, weiß ich gerade echt nicht, Mann. Weiß ich gerade echt nicht. Wo war denn mein Pferd? War hier vorne. Alle beide. Blacksmith and Farrier. Horse Tag. Let me. Was ist das? Kann ich hier mein Pferd tunen? Horse Shack. Hey, Mister. Yeah. Schlagen, Stallbesitzer. Warum sollte ich den schlagen? Grüßen. Hey, Partner. Hello. Okay. Anscheinend kann ich hier nicht mit meinem Pferd rein. Oder ich muss wieder auf dem Pferd drauf sitzen. Aha, will er hier tatsächlich rein? Geht nicht. Naja, gut. Come on, girl. Come on, girl. Moment mal gerade. Das ist nicht Jolly Jumper. Das ist nicht Jolly Jumper. Pferd anbinden. Sorry. Wir müssen natürlich unsere Bindung zu Jolly Jumper, ne. Weil das Pferd werden wir, denke ich mal, nicht verlieren. Auch wenigstens haben wir das Teil gerade ein bisschen gepettet oder so. Okay. Yeah. Wir gucken mal gerade auf der Karte nach. Karte. Ach, Steckbrief. Nimm diesen Steckbrief, Elias Green. Nee, Moment, ich muss nicht auf der Karte nachgucken. Ich muss in meinem Inventar nachgucken, nicht wahr? Gegenstände. Crafting, Kleidung, Waffen. Pferd. Waffen. Tja. Ich nehme vorsichtshalber mal den Bogen wieder an den Start. Wo habe ich denn diese Karten, Alter? Ohne Scheiß. Oh. Oh, was ist das? Das sollte nun nicht passieren. Natürlich können wir ihn auch gerade mal kurz füttern, wo wir gerade hier sind. Meine Güte. Und natürlich auch streicheln. Aber meine Taschen war hier auf Steuerkreuz rechts. Bogen vom Pferd nehmen, Tennessee Walker, Pferdeinventar. Tasche. Aha. Das ist ein einzigartiger Gegenstand. Was haben wir hier? Vergrößern. R2. Tasche umdrehen mit X. Vergrößern. Tasche lesen. Maybelle Elizabeth Coulter, die grande Dame unter den Revolverheldinnen. Die Dynamitwitwe, Alter. 6-mal verheiratet. All ihre Männer waren Spielerräuber, Gesetzlose, nie geschieden, trägt ihre Witwentracht, einziges überlebendes Mitglied der Coulter-Tobin-Bande. Gesetzlos, bla, sollte mich fernhalten, zu gefährlich für einen einfachen Biografen. Zuletzt gesehen nahe Blue Water Marsh. Blue Water Marsh. Black Bears, letzte unbekannte Aufenthaltsort. Ist auf der Karte mit BB markiert. Sehr geil. Okay, dann haben wir das schon mal rausgekriegt. Wir gucken auf die Karte und wir sehen, wie weit sie entfernt ist. Alter Spalter. Black Bell. Wow. Heftig, Friend. Und wenn ich kurz vor Black Bell bin, starte ich die nächste Folge und wir machen das Ganze zusammen. Vielen Dank fürs Einschalten. Bewertet gerne den Part. Bis dann. Tschüssikowski.